Hier treffe ich meine Gewinnerin Hadley. Sie ist 22 Jahre alt und sucht ihr erstes Haus. Es soll groß genug sein, dass ihre Familie jederzeit kommen und auch bleiben kann. Das ist so süß und selbstlos. Was könnte ich Besseres machen in Charlotte? Wie alt seid ihr? Ich 22 und sie 16. Schwestern. Erzähl. Diese Lose gibt's nur in North Carolina. Ich habe den zweiten Platz gemacht. $25.000 im Jahr oder den Cashpreis. Ich kaufe ein Haus. Also Cashpreis? 390.000. Wie soll dein Traumhaus aussehen? Okay, so 3 Schlafzimmer für sie, mich und Mom. Und eine große Küche, weil ich viel backe. Echt? Wir verstehen uns. Große Küche, 3 Schlafzimmer, 2 bis 3 Bäder. Ein Stadthaus? Vielleicht mit Garten für Freunde und Familie. Ist aber kein Muss. Wie viel darf's kosten? Das Limit sind 550.000. Hast du gespart? Eine Gegend, die enorm zulegt, ist Noda, North Davidson. Hier zeige ich Hadley Cardinal Court. Cute, adorable. Oh, yes. Fakten zu Cardinal Court? Yes. 3 Schlafzimmer, 2,5 Bäder. Eine Wahnsinnsküche zum großen Kochen. 181 Quadratmeter und es kostet $535.000. All right, here we are. Oh my gosh, it's so offen. Und eine Insel in der richtigen Höhe. Dein Reich, Nicole. Sieh's dir an. Alles so sauber und glatt. Schubladen. Und schöne Schränke. So viel Stauraum. Du bräuchtest eine Trittleiter. Aber das sind Luxusprobleme. Voll schön. Mittendrin. Blick aufs Zentrum. Wie fühlt sich das an? Ich bin aus der Vorstadt. Es ist irre, Downtown zu sein. Könnte mir gefallen. Happy? Very. Good. Dann zeige ich euch die Schlafzimmer und Bäder. Check it out. 3 Schlafzimmer und 2 Bäder hier oben. Das erste Gästezimmer. Okay, all right. Das Fenster geht fast bis zum Boden. Das zweite Gästezimmer ist noch größer. Riesenfenster. Schön? Ja. Und es hat ein anschließendes Bad in guter Teenagergröße. Aber jetzt zeige ich Hadley das Highlight. Das Hauptschlafzimmer. Die Türen und der Blick. Kann ich nicht das haben? Also bitte. Schau dir den Schrank und das Bad an. Viel Platz. Das kann ich vermieten. Musst du nicht, du bist reich. Sie sucht ein Haus in der Gegend von Charlotte in North Carolina. Windsor Wood ist ein umwerfendes Haus. Ich bin begeistert. Ich hab was für euch. Cool. Windsor Woods hat 3 Schlafzimmer und 2 Bäder und 210 Quadratmeter. Zum Preis von $475.000. Ein Schnäppchen. Saving some money. Yeah. Let's look at this house. Look at that. Hi. Right. I see you. Du suchst uns nur das Beste aus. Wo soll ich da anfangen? Gern. All inclusive. Wait. We're going over here. Seems pretty sturdy. Wirkt robust. Mich hält's aus, wenn ich rutsche. Gut gebaut. Absolut. Verschiedene Materialien. Schön. Ich mag die Mischung. Freistehende Ziegel. Was du alles siehst. Die Mädels haben Sinn für Design. Die Küche wird ihnen gefallen. Look at this kitchen.
Die Farben sind toll. Echter Marmor, keine Folie? Pluspunkt. Mögt ihr es? Backst du hier? So viel Platz. Schränke. Arbeitsflächen habt ihr jetzt ja kaum. Eben, von der zwei. Total kaputt. Ihr müsst da raus. Ich zeig euch die Zimmer. Die hübschen Gästezimmer haben große Fenster und damit viel Tageslicht. Heute zeige ich Ihnen Rosecliff, ein wunderschönes Haus. Ein paar Fakten zu Rosecliff. 5 Schlafzimmer, 3 Bäder. 293 Quadratmeter und es kostet $540.000. Viel Platz. Hübsch, oder? Man kann bis hinten durchgucken. Und es gibt viel zu gucken. Bin bereit für alle Zimmer. Welcome to space. Die größte Küche der Welt. Viel Stauraum. Und die? Für Vorräte. Weiter. Großer Essbereich. Und hier das riesige Wohnzimmer mit Kamin. Schön groß? Ja. Hübsch. Die Decken und das Himmelbett. Ich bin reich. Ich helfe dir, dich dran zu gewöhnen. Es gibt noch eine große Ankleide und ein Ensuite-Bad. Ihr seid ein Traum. Es war eine Freude. Du bist meine jüngste Lotteriegewinnerin und kaufst jetzt ein Haus. Sprechen wir über die Häuser. Zuerst Noda, ein pflegeleichtes Stadthaus. Super modern. Es ist richtig toll designt. Und der Blick auf die Stadt ist mega. Unschlagbar. Und mittendrin zu sein. Aber du wolltest mehr Platz und ein richtiges Haus. Windsor Woods. Die verschiedenen Stile, die Mischung war super. Und die Küche. Das Bad war irre. Das beste Bad von allen. Großer Garten, um den man sich auch kümmern muss. 2000 Quadratmeter. Mähen, wässern, pflegen. Aber günstig. Wir haben gewonnen. Du bist immer positiv. Aber du wolltest was Größeres. Und ich zeigte euch Rosecliff. Sie will es wissen. Sie weiß es noch nicht. Bin aufgeregt. Sagst du es mir? Ich reiz das Budget aus. Rosecliff? Gute Wahl.